Hey meine neugierigen Freunde! Im Jahr 2019 führte ein Team von Wissenschaftlern um Craig McLean vom Louisiana University's Marine Consortium, kurz LUMCON, ein spezielles Experiment durch, dessen Erkenntnisse im Fachmagazin PLOS ONE veröffentlicht wurden. Die Forscher nahmen drei tote und tiefgefrorene Alligatoren mit auf ihr Schiff und ließen diese dann im Golf von Mexiko an verschiedenen Stellen auf den Meeresboden sinken. Damit wollten sie herausfinden, was mit toten Reptilien im Meer passiert. Schließlich gab es während der Zeit der Dinosaurier unzählige Reptilien, die im Ozean lebten. Ihr Hauptaugenmerk galt dabei der Erforschung der Nahrungsnetzwerke, die es in der Tiefsee gibt. Sie waren sehr gespannt, welche Tiere sich wohl von den Alligatoren ernähren würden. Nachdem sie die Alligatoren über Bord geworfen hatten und diese in Tiefen von etwa 2000 Metern den Meeresgrund erreichten, machten sie sich auf den Rückweg, damit die Natur ihren Lauf nehmen konnte. Nach 24 Stunden besuchten sie die Abwurfstelle des ersten Alligators und untersuchten, was mit ihm passiert war. Erstaunlicherweise war er bereits von einer großen Menge von Aasfressern wie Riesenasseln, Flohkrebsen, Grenadierfischen und einer bisher unbekannten schwarzen Fischart befallen und schon sehr weit fortgeschritten. Den zweiten Alligator besuchten die Forscher nach 51 Tagen und hier zeigte sich ihnen nur noch ein Skelett, das bis auf das letzte Stückchen Fleisch komplett abgenagt war. Auch das überraschte die Forscher. Die Knochen besaßen einen leichten rötlichen Schimmer, der darauf hindeutet, dass diese von einem knochenfressenden Wurm der Gattung Ocedax befallen waren. Diese Würmer, die im Jahr 2004 erst beschrieben wurden, ernähren sich von den Nährstoffen, die sich in den Knochen toter, abgesunkener Tiere befinden. Dabei lösen sie den Knochen durch eine spezielle Säure auf und setzen so die Nährstoffe aus dem Mineraliengerüst frei. Die Forscher sammelten einige der wurmdurchsetzten Knochen mit ihrem Tiefseeroboter und schickten sie zu Greg Rouse, einem Meeresbiologen an der Scripps Institution of Oceanography der University of California, der Ocedax damals erst beschrieben hatte. Er untersuchte die Knochen und fand heraus, dass sich die in den Knochen befindlichen Würmer genetisch von allen bekannten Ocedax-Arten unterscheiden. Es war also eine gänzlich neue Art und zugleich die erste Ocedax-Art, die bisher im Golf von Mexiko beobachtet werden konnte, was die Forscher natürlich glücklich stimmte und das Experiment zum Erfolg machte. Doch die eigentliche Überraschung kam erst beim dritten Alligator, denn als die Forscher die Abwurfstelle untersuchten, stellten sie fest, dass der komplette Alligator verschwunden war. Es waren weder Körperteile oder Knochen, noch irgendein Fetzen zu sehen. Alles, was der Alligator übrig ließ, war eine Mulde im Sand. Selbst das 20 Kilogramm schwere Gewicht, mit dem der Alligator beschwert wurde, damit er an Ort und Stelle blieb, war verschwunden. Craig McLean sagt dazu: "Es war das erste Mal, dass ich mich wie ein Unterwasserdetektiv fühlte, der zum Tatort zurückkehrt und versucht zu entschlüsseln, was geschehen war." Nachdem die Forscher die Umgebung mit ihrem Unterwasserroboter absuchten, fanden sie schließlich das Gewicht in etwa 10 Metern Entfernung, doch ohne den Alligator. Das Gewicht war vom Körper abgerissen worden. Die Forscher stellten sich die Frage, welches Tier, das in etwa 2000 Metern Tiefe lebt, in der Lage wäre, einen 2 Meter langen und etwa 300 Kilogramm schweren Alligator mit samt 20 Kilogramm Gewicht zu verschleppen oder sogar zu verschlingen. Sie vermuten, dass dafür entweder eine große Haiart oder ein Riesenkalmar in Frage kommt. Wie die Forscher auf einen Riesenkalmar kommen, leuchtet mir nicht ganz ein, denn wir wissen noch viel zu wenig über diese Tiere. Wir wissen weder, ob sie auch Aas fressen, noch ob sie sich teilweise in Bodennähe aufhalten. Wahrscheinlich kam der Riesenkalmar für die Forscher nur aufgrund seiner Größe und Kraft in Frage. Doch Craig McLean sagt selbst dazu: "Ich habe noch keinen Kalmar gesehen, der einen kompletten Alligator verschlingen könnte. Und ich möchte nicht auf dem Schiff sein, sollten wir ihn jemals entdecken." Wahrscheinlicher ist da doch ein Hai. Als erstes würde einem hier natürlich der weiße Hai in den Kopf kommen. Schließlich ist er einer der stärksten und mit bis zu 7 Metern Länge einer der größten Raubfische des Ozeans. Doch das Problem ist, dass weiße Haie nicht so tief tauchen. Der tiefste je registrierte weiße Hai schwamm in einer Tiefe von 1280 Metern. Normalerweise halten sich diese Haie aber in Oberflächennähe oder in Tiefen zwischen 300 und 500 Metern auf. 90% ihrer Zeit verbringen sie innerhalb von etwa 5 Metern Tiefe. Der weiße Hai kommt also nicht in Frage. Die beiden größten bekannten Haiarten, die in Tiefen von 2000 Metern leben können und im Golf von Mexiko vorkommen, sind der Stumpfnasen-6-Kiemer-Hai und der Grönlandhai. Beide Haiarten können bis zu 8 Meter lang und über 2 Tonnen schwer werden
und haben ein Maul, das groß genug wäre, um einen Alligator zu verschlingen. Weiterhin halten sie sich tatsächlich größtenteils in Bodennähe auf und suchen dort nach Nahrung, wobei sie auch Aas nicht ablehnen. Fraglich bleibt, ob ein solcher Hai auch genug Kraft hätte, um einen ganzen Alligator so weit zu verschleppen, dass er trotz intensiver Suche nicht mehr aufgefunden werden konnte. Denn es ist bekannt, dass der Stumpfnasen-Sechskiemer-Hai und der Grönlandhai, der übrigens mit einem Alter von bis zu 500 Jahren das höchste Lebensalter aller Wirbeltiere auf der Erde erreicht, eher langsame und träge Haie sind. Nur wenn man ruhig vorgeht, kann man auch so alt werden. Das heißt, dass zumindest der Grönlandhai größere Anstrengungen eher vermeidet. Und einen Alligator zu verschleppen wäre wohl eine vermeidbare Anstrengung. Letztendlich bleibt bei den Haien wohl nur der Stumpfnasen-Sechskiemer-Hai übrig. Was mich allerdings wundert, ist, dass die Forscher nicht den König der Meeresraubtiere in Betracht ziehen, den Pottwal. Er ist weltweit verbreitet und wird bis zu 20 Meter lang und 50 Tonnen schwer. Es wäre ein leichtes für ihn, einen Alligator zu verschleppen oder zu verschlingen. Er hält sich zwar meistens in etwa 1000 Metern Tiefe auf, kann aber locker auch mal bis unter 2000 Meter Tiefe tauchen. Allerdings ist nicht klar, ob Pottwale auch Aas fressen. Meiner Meinung nach ist tatsächlich der Stumpfnasen-Sechskiemer-Hai der wahrscheinlichste Kandidat, der als Täter in Frage kommt. Insgesamt muss man aber natürlich betonen, dass es nicht alltäglich ist, dass ein Alligatorkadaver bzw. allgemein ein großes Reptil am Meeresgrund liegt. Das heißt, wer so eine unnormale Mahlzeit nicht ablehnt, der ist vielleicht auch selbst unnormal und möglicherweise eine gänzlich neue Art. Eins ist auf jeden Fall klar, durch die harte Haut eines Alligators zu beißen, um ihn zu packen, ist kein Kinderspiel und erfordert Kraft und scharfe Zähne. Das Ganze bleibt also weitestgehend rätselhaft. Die Tiefsee bietet immer wieder Mysterien, die nicht zu 100% erklärt werden können. Und genau das macht den Ozean so spannend. Wenn ihr weitere Tiefseemysterien sehen wollt, dann schaut gerne in meiner hier angezeigten Playlist Tierwelt vorbei. Ich danke euch fürs Zuhören, ich hoffe euch hat's gefallen und danke vor allem an meine Unterstützer auf Patreon und an meine Kanalmitglieder. Ihr seid meine Helden. In diesem Sinne verbleibe ich bis zum nächsten Video. Ciao.